Wenn ich mit Kindern forsche, dann habe ich eigentlich auch immer Lupen dabei, damit wir unsere Forscherobjekte mal genauer unter die Lupe nehmen können. Ja, und letztens hat mich ein Kind gefragt, du sag mal, kann man so eine Lupe eigentlich auch selber bauen? Zu Hause habe ich nämlich keine. Klar kann man das. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch heute. Wir bauen nämlich mit euch eine Wasserlupe. Willkommen beim Forscherteam der GUP. Wenn mir die Buchstaben hier in meiner Broschüre zu klein sind, dann ganz klar kann ich meine Lupe nehmen, sie darüber halten und dann sehe ich sie vergrößert. Ich muss dabei nur ein bisschen auf den richtigen Abstand achten. Genauso gut funktioniert das Ganze aber auch mit einem Tropfen Wasser. Dafür brauche ich einfach nur eine durchsichtige Folie oder so eine Plastikverpackung hier. Die kann ich mal auf meine Buchstaben legen, auf meine Broschüre. Und dann gebe ich mal vorsichtig mit der Pipette einen Tropfen Wasser darauf. Und ihr seht, sofort werden auch hier die Buchstaben deutlich größer. Mein Wassertropfen hier funktioniert also genauso wie die Lupe. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, mit so einer labberigen Folie durch die Gegend zu laufen, Sachen zu untersuchen. Und so richtig toll sieht es auch nicht aus, auch wenn man so eine feste Verpackung nimmt. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal, wie man wirklich eine richtig coole Lupe damit bauen kann. Damit eure Wasserlupe auch wirklich so eine coole Lupenform bekommt, braucht ihr eigentlich nur ein Stückchen Pappe oder so wie wir hier ein Stückchen Tonkarton und am besten noch ein Glas, das nach oben hin etwas breiter wird. Dann ist die Form ganz einfach zu machen. So, ihr nehmt jetzt euer Glas, stellt es mal mit der breiten Seite auf euer Papier und malt einmal mit dem Bleistift drumherum. Dann dreht ihr das Glas um, setzt den kleineren Kreis genau in die Mitte des großen Kreises und malt wieder drumherum. Und jetzt fehlt eurer Lupe nur noch der Stiel, den könnt ihr jetzt einfach noch mit dem Lineal hier unten dran malen. Und schon ist eure Lupenform fertig und das Ganze schneidet ihr jetzt zweimal aus. Jetzt müsst ihr nur noch hier diesen inneren Kreis ausschneiden und zwischen eure zwei Lupenstücke müsst ihr jetzt nur noch ein Stückchen von eurer Klarsichtfolie kleben oder auch von der stärkeren Folie. Wenn ihr diese weiche Folie nehmt, müsst ihr nur darauf achten, dass sie wirklich schön straff gespannt ist und keine Falten hat. Und dann könnt ihr eure zwei Lupenhälften auch gleich zusammenkleben. Schon habe ich hier eine richtig coole Lupe gebastelt, also die Form stimmt auf jeden Fall schon mal, nur funktioniert sie noch nicht. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich unser Wassertropfen. So, und jetzt kommt der große Moment, wird meine Lupe wirklich funktionieren? Und ihr seht tatsächlich, sofort werden die Buchstaben wieder größer und ich kann meine Lupe wie eine ganz normale Lupe bewegen und benutzen. Wir haben also wirklich eine richtige Wasserlupe gebaut. Falls euch eure Forscherlupe übrigens nicht geländegängig genug ist und ihr lieber eine Becherlupe haben möchtet, könnt ihr die auch im Handumdrehen bauen. Das ist sogar noch einfacher. Könnt ihr einfach so ein kleines Gläschen nehmen, das am besten einen Boden hat, der so ein bisschen nach innen gewölbt ist, dann hält euer Wassertropfen später besser. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Frucht, die ich ganz spannend finde. Die lege ich jetzt in meine Becherlupe hinein und gebe wie gewohnt einfach wieder einen Tropfen Wasser hier oben drauf. So. Und schon könnt ihr sehen, dass ich eine prima Becherlupe gebaut habe. Also auch dieses Modell ist ganz einfach zu machen. Jetzt stellt sich natürlich wie immer die Frage, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Warum vergrößert eine Lupe? So eine normale Lupe hat hier im Inneren ein Glas, das auch Linse genannt wird. Warum Linse? Naja, normale Linsen haben genauso eine Form wie das Glas hier drin. Das ist nämlich nicht glatt, sondern so ein bisschen nach außen gewölbt. Wie eine Linse eben. Diese Form nennt man konvex. Und in unserem Fall handelt es sich um eine sogenannte Sammellinse. Wenn jetzt Lichtstrahlen durch diese Linse hier hindurchfallen, dann werden sie abgeknickt und treffen in einem anderen Winkel auf dein Auge als sonst. Das Licht wird dann in einem Punkt gesammelt, deswegen auch Sammellinse, und wird dadurch dann vergrößert. Wenn du jetzt einen Wassertropfen auf deine Lupe gibst, dann hat er auch diese gewölbte Linsenform, wenn auch nur in die eine Richtung, da ja unten die Folie ist. Aber auch hier werden die Lichtstrahlen wieder abgeknickt und in einem Punkt gesammelt. Deinem Auge wird sozusagen vorgegaukelt, dass dieses Objekt hier näher an deinem Auge ist, als es eigentlich ist. Was jetzt bei deiner Wasserlupe noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass sich Licht in Wasser und Luft unterschiedlich ausbreitet und an der Grenze dieser beiden Medien immer noch mal wieder gebrochen wird. Und da tritt dann auch noch mal ein Vergrößerungseffekt ein und die Objekte erscheinen dir größer, als sie eigentlich sind. So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Forschen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Wir sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.